Ja, da hat er gesagt. Wir haben noch die Abschlussrechnung hier vom letzten Tag. 62 zufriedene Kunden. Geld haben wir gemacht. Das ist sehr schön. Wir wollen ja eigentlich jetzt hier die neuen Dinger holen. Wir müssen erstmal das Fass-Ale hier erhöhen. Oh, das ist schön. 25, 20. Ich glaube, ich habe Caps noch an. Ja. So, das hier. Da verdienen wir schon mal schön. Ich mache den Laden auf. Haben wir jetzt ein bisschen was hier zu verdienen. Ne? Echt nicht hier? Ich weiß nicht, was der in der Hand hatte. Da jetzt nicht so explizit nachgeguckt. Ist auch noch alles voll, aber wir können den zurück schließen. Ne, und sonst so. Ja. Nichts Neues. Ja, wir haben ja letztes Mal auch hier die 10.000 Schulden noch zurückgezahlt. Ne? Also nicht 10.000, den einen haben wir ja noch offen. Ne? Aber schon mal die ersten Ratenzahlungen absolviert. Und deswegen sieht der Kontostand auch dementsprechend noch nicht so doll aus. Aber ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser werden. Wir kaufen mal hier die Reste, die leer sind, ein. Zumindest gucken wir hier einmal mal durch, was wir hier Schönes haben. Da nix, da nix, da nix. Da haben wir was. Zweimal. Achso, nee, das ist das andere. Ich wollte schon sagen, weil wir haben ja das Paket da vorne, aber das ist ja hier die Krabbensticks. Wie auch immer. Manche essen es, manche nicht. Also ich finde ja, so Krabbe ist ja schön, ne? Aber so Krabbensticks hört sich irgendwie komisch an, finde ich. Naja, gut. Wir ballern das hier ordentlich weg. Das bringt mich immer so zur Frage, weil wir kommen ja hier klar noch nicht gegen Ende, ne, der ganzen Sache. Und ja hier noch so eine nächste Kasse haben und so. Aber ja, mal so einen Monat. Und dann werden wir ja relativ fertig sein. Also hier klar, das kostet alles noch, müssen wir 65.000 machen und sowas, ne? Weil wir kriegen ja hier die neuen Sachen. Und der kostet dann schon wieder 12.000. Eieieiei. Ich hier Linsen gelesen. Nee, da. Gemüsemischung. Grüne Bohnen. Hier ist wieder ganz viel Alkohol. Hier Parmesankäse. Streichrahm. Okay. Penne-Nudeln schon wieder. Reis. Zuckerrohr. Joghurt. Und hier ganz viel Soda und sowas. Lasagne. Hühnerbein. Hier ist für einen Tiefkühler, glaube ich. Ja, ich mache jetzt das hier. Ich mache von vorne weg das Ganze. Ja, wird ja auch nicht fehlen. Also für den Tiefkühler, wir haben da überall Platz. Ich würde es denn nur ein bisschen grob sortieren, denn später mal, wenn wir es hier drin haben, aber sonst so. Hauptsache, er läuft mitten in Sicht im Karton. Ich erzähle da ja auch nicht mehr. So, der normale Reis, der war hier oben gewesen. Ja, die drei Stück, die können wir hier noch hinballern. Dann weiß er, was zu bestellen ist, ne? Gleiche ist okay. Hier der Ketchup, glaube ich, ne? Ja, Ketchup ist einsortiert. Der Kaffee hinten. Da können wir auch mal ein bisschen einsortieren hier. Ja. Immer ein bisschen helfen, wo man kann. So, Toast hier vorne ist ja irgendwo. Da. Ja, ist ja leer. Dann ballert das ein bisschen so zusammen. Das Eis ein bisschen. Oh, mein Telefon klingelt. Dann einen Moment. So, ja. Wenn da mal der Telefon klingelt, ne? Dann ist das mal so. Wo war ich da jetzt hier? Den kann ich wahrscheinlich wieder einsortieren. So, dann gucken wir mal gleich drauf, was wir neu bestellen müssten. Und ich hoffe, die Mäuse lagern alles das Überwichtige ein. So, aber wir fangen erstmal oben an. Gut wird, wenn es auch nicht allzu teuer wäre, ne? Was wir
Dass wir jetzt hier nachbestellen müssen. Mal ein bisschen ein paar Kosten sparen, so gesehen, ne? Aber ich merke schon, das wird, glaube ich, nichts mit sparen. Weil wir relativ viel stellen müssen. Naja, mit 1004 geht ja noch, ne? Aber irgendwie gefühlt geht man immer wieder zurück zum Anfang, ne? Also man ist immer irgendwie bei 1800. Keine Ahnung, jede Folge startet bei 1800 gefühlt, ne? Ah, dann ist es so, ne? Also ein bisschen plus machen wir ja. Weiß auch nicht, ob wir mal den einen kündigen, ne? Gegen Ende. Einen schmeißen wir mal raus und dann machen wir nächsten Tag mal selber die Kasse. Bestellen wir so ein bisschen, lagern ein und dann, weißt du? Wäre ja eigentlich auch mal so, weil ich muss ja noch die restlichen abkassieren, damit ich Kassierer machen kann. Ich glaube schon. Ich glaube, also was heißt kündigen? Wir geben den Urlaub, ne? Ja, ich würde so jetzt irgendwie Spitze fahren, das Ganze. Dass wir den einfach Urlaub geben. Aber einräumen tun wir ja immer, aber. So. Ja. So, der Scout. Jeden Fall für den nächsten Tag zweimal Klopapier. Dieses Maxi-Cosi-Eis oder was auch immer. Ich wüsste ja nicht, wo es das gibt. Hier, das hier? Ja, okay. Sehr schön. Zu? Ja. Dann weggebamst. Ja, und dann sieht gut aus. So, zieht mal alle durch da, die Kunden. Das wäre ganz gut. Auf weg. Sehr schön. 3000. Hey, gut, gehen wir mal nicht hier mit 1800. Haben ein bisschen weg. Also wir geben ja auch Geld aus, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir kein Geld ausgeben oder sowas. Da geht ja schon Geld weg. Zwei Kunden sind noch drin. So. Ups. Guten Morgen. Aber tief geschlafen, ne? Sie ist noch völlig verträumt, ey. So. Oh, guck mal hier. Ein bisschen Tee fehlt wieder. Aber wir haben fertig. Gib mal hier so ein bisschen mehr Gas. Das. Ach so, siehst du? Ich wollte ja den einen kündigen. Kann das ja schon mal kaufen machen. Die Chips sind teurer. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was teurer und billiger ist. Ne? 2,96. Dann Nudeln sind auf jeden Fall billiger. Milch ist teurer. Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln.
Gut, dann haben wir den nämlich weg, dann kann ich nämlich gleich ein bisschen ballern. Den Einkassierer Urlaub geben. Schön, dass ihr gekommen bist, aber. Machen wir mal an. Lagern das hier noch ein. Dann kann ich die Reste noch kaufen, glaube ich. Was? Ist nicht. Davis wollte gleich noch kommen. Bin jetzt noch bei 10 Minuten circa, wieso? Privatabklärung mitten in der Folge. Schlimm, 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 schlimm. So, und den hier reingestapelt. Wieso? Was musst du? Also. So, Goodie. Habe ich den Laden auf jetzt, ne? Ja. Der Laden ist auf. Der ist auch ganz gut. Das ist hier. Zack, 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 zack. Müssen natürlich jetzt hier Gas geben, damit ihr selber abkassiere, wenn da hinten welche sind. Ich glaube nicht, dass wir so viel kaufen. Hier so ein Fass Bier. Das, das, das. Okay. Ja, der eine Kunde hier. Wir sind mal wieder selber an der Kasse, ne? 34,80. Hey, noch wie es wieder geht, ne? Wasser war da eigentlich? Nee, Wasser ist ja voll. Wasser ist ja komplett voll. Irgendwas habe ich mich verklickt anscheinend. Irgendwo habe ich eine Null gesehen, wo keine war. Anscheinend. Aber, na gut. Nee, jetzt lassen wir es so. Kassen sind voll. Achso. Hey, also sind zugemacht. Okay. Neunundfünfzig, achtzig. Müssen wir überhaupt gucken, da naja. Das gut mache. Wie war das hier? Also, ich will nur Enter. 30 Cent? Ne, 30 Cent. Bam, bam, dam, dam, dam. Oh, 140, ne? Also ich weiß, also manchmal kriegt man es mit, dass hier andere kommen, ne? Also, nicht andere kommen, aber andere hier bezahlen und dann sind es 150. Das kriegt man dann schon mit. Aber wie doll jetzt, das kriegt man jetzt nicht so mit, ne? Oder wie vereinzelt das kommt. Ja. So. Gut. Die können wir jetzt wirklich machen. Und dann kauft der so eine Kleinigkeit hier, ne? Einen richtig Wochenendeinkauf und er hier echt nur so eine ganz Kleinigkeit. Alter Schwede. 182,80. Boah.
Weiß ja gar nicht, wenn man selber das macht, ob man denn sogar noch mehr Kunden hat, weil man ist ja näher am Kunden dran. Kann so quatschen, kann so sagen, hey, ne? Nächster, wie geht's dir oder so, ne? Oha. 30 Cent. Nein. Ich muss auf jeden Fall noch bestellen gehen jetzt hier. 90 Cent. Ich muss ja mal einlagern, ne? Oh, jetzt wird's knapp hier. Richtig, oh ja, hier, hektisch. Ob der geht noch, dann können wir das nämlich noch hier mitnehmen. Ja, selber abkassieren ist natürlich dann auch so eine hektische, sehr, sehr hektische Sache. Ne? Hallo! Merci, 20 Cent hier kriegt ihr. Ciao! Dreimal Buddha, nur für dich. Und die Buddha in Gesicht. Da. Oh Gott. Oh ja, genau. So viel Klopapier. Hier ist kein Horten von Klopapier, ne? Schon mal gesagt. Aber wir haben gute Einnahmen, ne? Ja, guck mal. Haben wir halt ja fast schon voll, ne? Guti. So viele Kunden. Wer stellt denn das so beschissen auf Laufbahn hier? Die 20 kriegen wir auch noch hin. Sehr schön. Ich glaube, so viele sind es jetzt nicht mehr. Können wir denn schon fast schon zumachen hier? Die Sache. Die neuen Produkte. Ich würde die gerne hier voll durchkaufen. Ne? Ist jetzt hier irgendwo noch helfen? Ist irgendwo jetzt hier. Ja, also ist ja eh, wenn wir hier umräumen, dann können die ein bisschen mehr denn lagern. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwie das schon freikaufen. Ah, ich glaube jetzt gar nicht so, ne? Guck mal, die stehen schon an der Kasse. Das ist dann, glaube ich, nicht so wild. Dann können wir nämlich genau hier. Ne. Glaube ich, können wir erstmal den noch aufnehmen, den hier wegmachen, das hier machen. Lizenzen und die Innenlizenz kaufen. Und dann glaube ich, dann läuft es. So. Oh, dann kann man nämlich das hier alles neu einräumen. So, gekauft ist es. Ein bisschen Geld hätten wir ja eigentlich nur über. Die räumen hier noch. Aber eigentlich kann ich den Tag ja schon mal wegmachen lassen, genau. Und dann kaufe ich nämlich erstmal Spaghetti, Handseife, Parmesan und Bier. Spaghetti, Handseife, Parmesan und Bier. Spaghetti, Handseife, Parmesan und Bier. Spaghetti, Handseife,
Parmesan. Und Bier. Spaghetti, Handseife, Parmesan und Bier. Spaghetti, Parmesan, Handseife und Bier. Ja, anders geht's nicht, ne? Spaghetti, Parmesan. Das Spaghetti. Parmesan, Handseife und Bier. Das Spaghetti haben wir. Handseife, Parmesan und, ach ja, das Bier, das Ehe, das Sechser irgendwie, ne? War das? Das hier? Ne, das nicht. Ne, sonst muss das ja hier drinnen sein. Das hier? Ne, das hier. Auch nicht. Hä? Das hier? Ne. Ich habe nicht mehr Bier. Naja, dann ist das so. Vielleicht passt das ja auch. Oder ich weiß nicht, welche das jetzt war. So, von den ganzen Produkten, die wir haben, will ich natürlich hier die 6 neuen, die den schon mal kaufen. 2, 2, 2, 2. Ach nee, das ist der Puderzucker, den brauchen wir ja nicht. So, dann kaufen wir das mal und dann können wir das nämlich einräumen. Hier bei Hygiene. Am besten wäre natürlich, wenn wir sagen, okay, machen hier den hier. Ja, wo lagern wir den hin, ne? Ich habe gar keine Lagerfläche dafür. Das ist ja eigentlich der größte Schmauch. So. Extra weich. Die extra Juten. So. Ich glaube denn, dass wir sagen, hier mit den mit der Alkohol kommen wir lieber so nach hinten, ne? Na ja, auch noch umbauen. Glaube, das hauen wir dann lieber hier so nach hinten. Ich glaube nämlich mehr gibt es hier gar nicht irgendwie. Das kriegen wir nicht rein, das kriegen wir nicht rein. Mal hier vorne mal hinstellen. Müssen wir jetzt ein bisschen systematisch umräumen, ne? Genau. Aber bevor die jetzt hier einfüllen oder sowas, machen wir das mal lieber so hier. Ja, richtig viel, ne? So, und dann können wir das nämlich hier so hin machen, ne? Relativ viel steht da rum, muss ich sagen. So, und dann, oh, okay, er macht Party hier. Dann können wir nämlich das hier, die Bleiche. Ich mach mal Bleiche zu Bleiche. Erstmal. Weiß nicht, was wir denn noch hier so haben. Nochmal Bleiche. So ein Sprühdingsbums, was auch immer, Killermücke. Den Bonbon. Ich weiß nicht, was das ist. Bonbon-Paket. So müssten wir eigentlich hier noch gucken, dass wir das hier einsortieren, ne? So, da haben wir jetzt noch frei. Da haben wir jetzt noch frei. Vier haben wir nämlich nicht mehr frei hier. Das ist halt schon voll. Zwar ist hier auch alle ziemlich manchmal doppelt hier. Da haben wir den, da haben wir den. Also da kann ich irgendwas mal hinmachen. Goodie.
Oh, Handseife. Ich glaube, mehr haben wir nicht mehr. Und das hier müssen wir auch irgendwo hin machen. So, jetzt wollen wir Kartoffeln brauchen wir ja nicht. Dann können wir den da oben hinlagern. Tierwaschmittel. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Sache, dass wir gar keinen Platz dafür haben. Jetzt machen wir die Waschmittel hier hinten erstmal hin. Ein Regal könnten wir davor noch bauen, aber das können wir dann am Ende machen. Also der hier kann, da wo der Puderzucker drin ist, eingestapelt werden erstmal. So, und dann haben wir hier die Clean-Dinger. Ne, die brauche ich hier auch nicht. Also das heißt, da unten haben wir auch nochmal Platze. Das Sapu können wir da hin machen. So, und ich glaube, ich habe jetzt alle wegsortiert. Glaube ich zumindest. Gut. Ja, dann die Preise anpassen. 7. Ne. 7,80 machen wir mal hier den hier. Dann passt das. Der dann 9,40 mal. 6,10. Glatte 7 machen wir den. Und der hier 16 und 10. Gut. Ich glaube, dann sind wir da richtig gut bei. Die haben wir jetzt alle verpriesen. Außer Klopapier. Gedütet Klopapier. 17,50 machen wir mal. Das für einen Arsch muss ja nicht allzu über dem Preis sein. Und dann sieht es hier schon mal gut aus. Schon mal ein bisschen grundzufrieden. Wenn wir hier die Regale dann noch anmachen, ne? Demnächst. Okay, gut. Dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eingeräumt ist es, was wir einen Umsatz haben. Sind wir mal gespannt, aber das sehen wir nächstes Mal. Bis dann, schönen Abend noch und ciao.